Und willkommen zu Awesome Money Spaß mit Matze. Okay, heute eine Runde. Mit den Ground Gundam. Wir haben die Story von dem 8. MS-Team. Und wir heute haben wir den Top-Piloten davon. Ich weiß den Namen, den verdienst die Piloten. Auf jeden Fall haben wir das 100 MG. Mit enorm viel Schaden. Also, das ist wirklich krank. Man kann das decken, ja. Hätte man lieber den mit der Bazooka statt das MG. Oder MP. Ich hab schon MP. Ist nicht sehr groß. Aber da hat einfach so ein massiv schwere Boost drauf. Das, man wird gleich sehen. Das ist absolut nicht normal. Nicht feierlich. Okay. Da kann man. So, mein Team, 3 Account Gundam. Einer davon ist der Supporter. Und 2 GMGs. Also GMG fliegen ist hier gar nicht so geil. Zum Glück tun wir das hier gerade nehmen. Aber da hat schon einige Runden, aber die liefen nicht so gut. Ich meine, gut, die können nicht so gut laufen wie mit dem Ding. Das ist ja so gesehen hier das Ass. Wir haben die stärkste Maschine. Und einfach mal so ein Treffer 360. Klingt so erstmal vielleicht nicht unbedingt so mächtig, aber... Wir können einfach Dauerrotz mit dem Ding gebühren. Ich meine, guck mal, wie schnell das Ding nachgeladen ist. Was ist das? So, da versuche ich ihn zu stacken. Und eigentlich schon zu verhauen, aber... Da sind ja zu viele andere Gegner. Ich meine, diesen Supporter wegzumachen, ist vielleicht gar nicht so dumm von der Idee her. Und da haben wir ihn. Ich meine, sobald ich einmal dazu komme, mehr war als einen zu treffen. Da ein Stack. Das ist echt böse. Na, der hätte schon einen Schlag durchziehen können. Die Sache ist, ich habe das mit der Waffe nie oft gespielt, deswegen... Habe ich da kein Gefühl für, wann die das decken. Mit anderen Waffen habe ich das so. Da weißt du ungefähr, ach, jetzt kommt das Deck. So, einfach ein Hieb. Ich meine, die normalen Stecks sind auch abnormal stark. Wie von den einen über 3000. 3-1. Nochmal 2000. Einfach ist tot, einfach. Einfach geholt. Es ist so dumm. Okay, der Goof da. Ich weiß gar nicht, bei der anderen Seite, wer eigentlich da das stärkste unbedingt ist. Es ist entweder Kuba oder Saku 1 Supporter. Aber an dem haben wir halt auch echt viel Schaden. Wenn wir nicht die Beine treffen würden, sogar mal 400. Das Gute ist an dem G, man trifft Liegende relativ gut. Das wird aber sogar gar nicht so einfach. So, der ist weg. Wir stehen da sehr gut da auf jeden Fall. Vielleicht kommt Support bei runter. Okay, das Problem ist auch gegen den Sago 1 eigentlich. Der drückt genauso viel Schaden. Und hat noch eine Sturmfaust dabei. Ich habe ja bloß noch einen Chest-MG und noch eine Blendgranate. Und die Blendgranate, naja. Hier ist die Karte das Beste. So, Edgar, den können wir auch sehr schnell niederschießen. Wie man sieht, also der Lebensbalken, der rennt einfach mal. Die Sache ist, bei dem Edgar, der hat echt die Schlagkraft. Da kann mein Supporter einfach easy aus dem Leben nehmen. Mit dem Angriffsschwung. Macht er problemlos. Deswegen versuche ich schon ein bisschen die Waits rauszunehmen. Und die Supporter eigentlich für meine anderen Channel-Freunde. Ich meine, hier hat der Supporter mit dem, man kann einfach auf jeden gehen eigentlich. Ich bin doch gar nicht gestorben, ne, bis jetzt. Fällt mir gerade so auf. So, den einen will ich noch mitnehmen. Was ich getan habe. Ey, wie schnell das Ding nachgeladen ist. So, nehmen wir den Goof noch mit. So, Goof erledigt. So, das ist der Saku 2 Supporter. Der ist nicht so gefährlich wie der Saku 1, lustigerweise. Man müsste meinen, es ist umgekehrt. Okay, den haben sie. Ich weiß nicht wie, aber schon echt lang gelebt. Aber leider ist irgendwann doch die Zeit gekommen. Ja, Saku 1 Command. Der ist halt gar nicht so hochgepowert. Ist jetzt ein Problem des Chefs, glaube ich. Aber die machen das vielleicht. Ist immer noch ein Supporter, muss man dazu erwähnen. Ja, kann keine Ausrutschrolle und ist ziemlich langsam. Ein Stack und die Leute können die auch fertig machen. Ah, der Goof. Der Goof hat auch echt viel Schlagkraft. Das ist in dem Modus auch sehr beachtlich. Dann holen wir den Goof aber auch noch. Vielleicht beim nächsten Mal, aber irgendwann zeige ich dir auch noch bestimmt. So, da kommt der Eckguy.
Dann will ich hinten anschleichen. Problem ist, du wirst meinen Supporter nicht retten. Das war er tot. Hier sind hier viele Leute von mir. Das ist gerade eine sehr ungünstige Situation für mich. Weil mir macht er auch noch gut Schaden. So eine Verschwendung von dem Leben. Ich bin so langsam. Der Schlag den Konter gekriegt habe. Aber es war auch alles. Ich meine, hätte nichts geändert an der Situation. Ja, das habe ich eigentlich geholt. Ärgerlich. Ja, der Spawn war überhaupt nicht gut. Aber es sind noch gut vorne mit den Punkten. Ja, da will man nicht spawnen, irgendwas machen, ne? So, eigentlich kann man zu F spawnen, oder? So, alle bereit, hoffentlich. Die 2 geht bei E rein. Deswegen gehe ich da hinterher. Also ich persönlich wäre da gar nicht gespawnt unbedingt, aber... Naja, wir müssen ja irgendwie... erst den Supporter kaputt machen. Ich bin ja gut Schaden gefressen. Das dürfte ein normales Akku 1 sein. Der hat auch keine Rolle. Ich hätte vielleicht hinboosten sollen schlagen. Ich bin ein bisschen zu sehr auf Feuern aus hier, muss ich sagen. So, das Saku. Ja, oh, sehr schön, der Mate. Echt mal das Chess-Ding. Die streut er da ziemlich stark. Aber es hat gereicht. Weil die ganzen Suits geben auch keine Punkte, das ist der Hammer. Oh, da gibt's einen Konter. So extra in die Füße schlagen. Ich wollte den Downschlag nehmen machen. Und den Mate nehmen zu werfen, aber ich habe auch nie getroffen. Außer den Mate bin ich selber tief. Hey, das kann man sich mal gucken schon. So, die Gugel kann vielleicht runterholen mit dem G. Ungefähr so. Da so, können wir schön reinhauen. Ah, die Schild zerstört den zweiten Hieb. Aber der ist tot quasi. Ich meine, müssen wir an dem Punkt noch machen. Abstauben. Der gibt 400 Punkte, okay. Das ist also der stärkste Suit. Wobei man den Sago 1 echt viel machen kann. Ja, bitte reinfeuern. Ja, das war Sago 2 normale, glaube ich. Okay, der Ecker hätte wohl die Bombe gelegt, aber... absolut nicht relevant. Oh, dann... Hieb abgekriegt. Toll, ich habe ihn getroffen. Hölle Scheiße. Da ist ein Kiebel gespawnt. Oh, den haben wir. So, können wir das Ding übernehmen? Ist aber nur riskant. Vor allem, weil ich die stärkste Suit habe. Den eigentlich zu riskieren, ist gar nicht so clever. Und wieder ein Soldaten erwischt. Alles Punkte. Nicht gut. Ich will es auch neutral machen. Zombie riskant. So, irgendwie wegkommen. Das ist Eckei. Den kriegen wir. Wenn wir sind so zwei Gegner, die es von mir wollen, aber. Du kommst immer futsch. Okay. Ich treffe den Äther. Das ist das Sargut 1. Okay, ein bisschen Deckung gehen, wenn wir noch sterben vielleicht. Das ist ein ungünstig, aber wir haben gewonnen. In der Situation ist das Sargut 1 halt ein Vorteil gerade gewesen. Aber hat keine Rolle gespielt, zum Glück. Okay. Ich mache 120.000 Schaden. Mein Ecker hat noch am meisten gemacht bei den Gegnern. Das erstaunt mich gerade. Ich meine, es ist nicht schwer mit dem, wenn du zu beschlagen kommst. Da hast du keine Feuerkraft hier. Da war ein Supporter gewesen und den Ecker, weil er war einfach der beste Gegner. Eigentlich hätte ich auch einen anderen machen können. Ja, das Sage 2 kannst du gar nicht. Da hat niemand den wenigsten Schaden, lustigerweise. So, gib mir noch eine Kiste vielleicht. Das wäre cool. Wir haben erstmal eine Aufgabe geschafft. Den Suit verdient. Step 2. Und keine Kiste. Naja, gut. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal.